Herzlich willkommen, liebe Bundesliga-Freunde, zum 23. Bundesligaspieltag FC Bayern München gegen Schalke 04. Der wunderbare Blick auf die Allianz Arena. Wirklich herrlich sieht das Ganze aus. FC Bayern gegen FC Schalke 04. Samstag am 18:30 Uhr. Wirklich wunderschöne Choreografie. Einfach zum Dahinschmelzen, wenn man dann Bayern-Fan ist. Und die eine Partie, in der viele sagen, es gibt eine richtige Packung für Schalke 04 aufgrund dieser 1:6 Pleite vom Mittwoch. Das hat richtig tief gesessen. 6:1, das ist schon eine derbe Packung. Und die Bayern natürlich haben es natürlich anders gemacht in der Champions League. Konnten einen 2:0-Sieg gegen Arsenal landen. Und ja, bei Bayern gibt Bastian Schweinsteiger wieder ein Comeback jetzt in der Startelf. Bei Schalke werden einige Leistungsträger geschont, besonders in der Abwehr. Santana fällt aus. Ein Hoogland spielt von Anfang an, ein Christian Fuchs spielt von Anfang an, Leon Goretzka, er spielt im Mittelfeld von Anfang an. Also bei den Bayern ist natürlich der Volloffensive hier geboten. Neuer im Tor, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba in der Innenverteidigung. Und im Mittelfeld bereits erwähnt Schweinsteiger und Lahm, Götze, Groß, Robben. Die offensive Dreierreihe und vorne Mario Mandzukic. Bei den Schalkern sieht das abwehrtechnisch ja jetzt nicht so ganz rosig aus. Wie bei Santana hat gegen Real Madrid eine Verletzung erlitten, fällt also aus. Und wird dann in der Innenverteidigung von Kyriakos Papadopoulos ersetzt, der sein Comeback auch ebenfalls gibt. In der Innenverteidigung mit Martin Fuchs und Hoogland bildet Neustädter und Boateng auf der 6. Meier Goretzka verfahren die offensive Dreierreihe und im Sturm natürlich Klaas-Jan Huntelaar. Natürlich auch das Duell im Blickpunkt Boateng gegen Boateng. Wer wird sich durchsetzen? Eigentlich ist ganz klar, es kann nur Jerome mit seinen Bayern sein oder kann Kevin Prince da mit seinen Schalkern vielleicht doch irgendwie etwas dagegen halt. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Und jetzt wird auch gleich diese Partie jeden Moment angepfiffen. Samstagabend um 18:30 in der Allianz Arena. Die Bayern spielen von links nach rechts in den roten Trikots und die Schalke von rechts nach links in den blauen. Die Bayern starten den ersten Angriff über Bastian Schweinsteiger, der mit dem ersten Ballkontakten. Natürlich sehr überraschend, dass ein gewisser Thiago nicht spielt. Das hat überrascht bei den Bayern, aber hier wird rotiert, das hat Guardiola vor der Saison angekündigt und er zieht es auch in dem Maße entsprechend durch. Die Bayern vielleicht mit dem ersten Angriff, nein, den kann Matip da verteidigen, beziehungsweise ganz souverän klären. Die Bayern spielen dann natürlich erstmal wieder ihren ruhigen Ball über Rafinha, der hier mit dem Ex-Club antritt, genau wie Manuel Neuer, über Götze, der natürlich die linke Seite hier sehr schön aufmacht für David Alaba. Alaba über die linke Seite kriegt die Flanke da nicht durch. Und die Bayern gewannen die letzten 14 Bundesligaspiele und die können nun den historischen Rekord einstellen. 15 Siege hintereinander feierten die Münchner 2005. Und es treffen momentan die beiden Mannschaften, die absolut am längsten in der Niederlage sind, was die Liga anbetrifft. Die Schalker haben jetzt gut 5 Spiele absolviert, 4 Siege, ein Unentschieden und jetzt das 6. Spiel bei den Münchner, also Schalke mit 13 Punkten, natürlich die Münchner mit der optimalen Ausbeute von 15. Und die Schalke wollen natürlich jetzt in der Rückrundentabelle natürlich Platz 1 erklimmen. Und das, wie geht das ganz einfach, natürlich mit einem Sieg über den FC Bayern. Aber ob das so einfach wird, man weiß es nicht. Die Bayern kombinieren sich nämlich jetzt sehr schön an den 16er ran. Schweinsteiger ein bisschen Glück, kriegt er den Ball, aber zieht ab. Und der Ball ist dann kein Problem für Ralf Fährmann. Ja, und das ist wirklich auch ein Phänomen, dass die Bayern schon im März deutscher Meister werden können. Das hat es sonst noch nie gegeben. Aber es ist auch Wahnsinn, was die Bayern da für eine Serie haben. Die haben 20 Siege. 20 Siege und 2 Unentschieden. Nur der SC Freiburg und Bayer Leverkusen konnte den Bayern tatsächlich Punkte mopsen. Und das ist schon, ja, daher können sich diese beiden Menschen, denke ich, auf die Schulter klopfen. Ja, wie bereits erwähnt, der FC Bayern hat bereits 62 Punkte auf dem Konto. Dieser Ausbeute reichte bisher immer mindestens zu Rang 4. 2001 wurde Bayern mit 63 Punkten deutscher Meister. Ob diese ja 63 Punkte reichen, ich weiß nicht. Selbst wenn Bayern jetzt alles verlieren würde, ich denke, sie würden immer noch eine gute Rolle um die deutsche Meisterschaft spielen. Das muss man einfach ganz klar so sagen, weil sie einen unglaublichen Wurf haben. Das ist wirklich unglaublich von 19 Punkten. Also sie können erstmal so eben 6 Spiele in Folge verlieren und sie hätten immer noch punktemäßig Vorsprung von einem Zähler und werden immer noch Meisterschaftsrennen. Also wirklich Wahnsinn, was diese Bayern da für eine Saison hinlegen. Dann gibt es da einen Freistoß für die Bayern, da weil er gezielt und
gezogen und gezerrt wird hier von Fuchs gegen den kleinen, quirligen Lahm. Und das ist natürlich eine Sache für Groß, der diesen Ball jetzt schön reinchippt, aber das hat er nicht so ganz drauf angesprungen, glaube ich, der kleine Rafinha. War natürlich auch ein bisschen ungünstig, den Rafinha da so anzuspielen. Und Schalke probiert natürlich über Konter. Über Konter, vielleicht diesen einen Nadelstich zu setzen, dieses eine Tor zu zielen und dann mit aller Gewalt, aller Macht da hinten verteidigen. Ja, die Bayern ziehen in den letzten 14 Bundesliga-Spielen immer mindestens 2 Bundesliga-Tore. Natürlich, klar, eingestellter Bundesliga-Rekord ist ja klar. Welche Rekorde haben diese Bayern eigentlich nicht geknackt? Ja, natürlich die Negativrekorde, aber ich denke mal, die wollen sie auch nicht knacken. Da sind sie, denke ich mal, nicht scharf drauf. Und Neuer und Fährmann sind derzeit die besten Keeper in der Bundesliga. Neuer wette in der Rückrunde 100% Torschuss aus dem Tor, Fährmann 91. Und warum Fährmann nicht nur 100 hat, das liegt einfach daran, weil er gegen Leverkusen dieses komische 2-1 kassiert hat, was ja als Torschuss zu verwerten ist, als Torschuss zu verzeichnen ist und was natürlich als Tor dann gilt und auch als ein Torschuss. Deswegen hat er dann nicht eine Quote von 100%. Was ganz besonders bei Schalke natürlich auch ohne Draxler in der Startelf hat Schalke in der Saison kein Spiel verloren. 5 Siege, 3 Remis. Ohne ihn ist die Bilanz besser als mit ihm. Ja, ist es jetzt wieder so? Holen die Schalke tatsächlich bei den Münchner was? Eigentlich lässt vieles darauf nicht deuten. Aber die Bayern, sie fighten hier mit diesen Schalkern. So ganz einfach ist dann diese Aufgabe doch nicht. Oh, Kopfball Mandzukic, aber in die Arme von Ralf Fährmann, der diesen Ball da ganz souverän hält. Ja, knapp 5 Minuten haben wir hier noch in der ersten Halbzeit. Torchancen sind Mangelware, doch etwas überraschend. Aber die Schalker machen das defensiv doch wirklich, wirklich gut. Und dass Bayern hier eigentlich in Führung geht, ist, denke ich mal, klar. Denn sie sagen, bis in allen 22 Bundesliga-Spielen in Führung, genau wie jetzt. Das 23. Bundesliga-Spiel ist angebrochen. Das 23. Bundesliga-Spiel läuft. Und im 23. Bundesliga-Spiel gehen sie wieder in Führung. Mario Mandzukic köpft in der 43. Minute das 1-0. Wunderbarer Kopfballtreffer. Auch ganz stark vorbereitet. Die Masse tobt, die Menge bebt. Das Stadion nimmt ab. Wunderbar von Robben. Der chippt den Ball rein. Mandzukic chippt blank. Da kommt dann auch ein Hochland nicht mehr ins Kopfball. Robben sieht natürlich das optimal. Mandzukic dann Fährmann kriegt da sein nächstes Gegentor. Aber wirklich schön, wie Mandzukic in der Luft steht, lässt da Hochland überhaupt keine Chance ranzukommen. Und somit führen die Bayern 1-0 und Mandzukic, der jubelt hier über diesen Führungstreffer. In der 42. Spielminute, ja, eher in der 43. Ja, die Schalker liegen hinten, jetzt sind sie gefordert. Dieses Gefühl hatten sie in der Rückrunde noch nicht. Wobei sie das eigentlich auch hätten mal spüren können gegen Leverkusen. War die Anfangsphase nicht gut. Besonders die erste Halbzeit bis zum Führungstor nicht gut. Gegen Mainz hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn es zur Halbzeit 1-0 für Mainz gestartet hätte. Da ist die Schalker mit einem Konter. Da ist Fafan, der könnte jetzt mal abschließen. Fafan! Aber der kommt da gar nicht erst zum Schuss. Und das war mal gut gespielt von den Schalkern. So kann es doch gehen in Halbzeit 2. Die Bayern führen durch den Treffer von Mario Mandzukic im ersten Durchgang mit 1-0 gegen die Königsblauen. Ich lasse euch mit den letzten Eindrücken von Halbzeit 1 oder aus Halbzeit 1 alleine und wir sehen uns wieder in Halbzeit 2 dann. Bis gleich. Wir sind zurück in Halbzeit 2 und die Schalker stoßen an in den blauen Trikots von links nach rechts. Spielstand dieser Partie ist 1-0 durch den Treffer von Mario Mandzukic in der 42. Spielminute. Die Schalker sind jetzt gefordert, müssen sehen, dass sie hier jetzt in den Quark kommen, sonst gibt es hier eine Pleite bei den Überwölfen. Ich denke mal, viele haben gedacht, nach dieser 6-1-Schmach gegen Madrid, dass es hier eine Packung gibt. Von daher sind die Schalker mit diesem 1-0 eigentlich, denke ich mal, doch ganz zufrieden. Mit der Niederlage kann man eigentlich nie zufrieden sein. Natürlich probieren die Schalker auch zu arbeiten, aber sich hier nicht abschießen zu lassen, das ist dann, denke ich mal, auch ein Erfolg für Schalke in dieser Saison, so wie für jeden anderen Club, denke ich mal, auch. Ja, Thiago ist der erste Bundesliga-Spieler, der seine ersten 11 Spiele alle gewonnen hat. Das ist wirklich auch einzigartig in der Bundesliga. Das gelang nur ihm, jetzt die Schalker mit einem Angriff hochland auf Verfahren. Aber es war abseits ganz, ganz knappe Geschichte. Aber es war richtig, ja, Verfahren, hier mit dem Oberkörper im Abseits, Dante
der letzte Mann da in der Bayern-Reihe, der das da nicht aufhebt und nun auch noch gut mit rausgerückt ist. Die Bayern über Mario Götze nehmen hier nochmal David Alaba mit, Toni Kroos, Mario Götze, David Alaba, hier auf Kroos, Schweinsteiger, Alaba, jetzt hier wieder Tiki-Taka aller FC Bayern, aber Fafan, der arbeitet hier sehr gut defensiv mit. Und Klaas in München hat in 4 Bundesligaspielen gegen den FC Bayern kein Tor erzielt. Auch das ist ein Anzeichen, dass es hier und heute nichts geben könnte. Aber die Schalker schonen ja auch viele Spieler und haben natürlich auch viele verletzt. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Ist aber jetzt natürlich eine Chance wie Bayern. Nein. Ja, bei den Schalker fällt Aogo aus dem Kreuzbandriss, Santana mit Muskelfaser aus, Kirscher mit einem Sündesmoseriss, der auch eine Leihe vom FC Bayern ist, Uchida mit einer Sehnenverletzung, Clemens, Schienbein, Entzündung, Höger, Kreuzbandriss. Das ist alles wichtige Leute für Schalke, eigentlich Großteil Stammspieler, dass die da nicht dabei sind, das merkt man schon. Aber jetzt Schalke mit Leon Goretzka. Goretzka mit der Chance hier. Leon Goretzka gegen Leverkusen hat er das besser gemacht. Hat er einfach den Ball ganz gekonnt über Bernd Leno getippt. Der hätte das vielleicht auch machen sollen über den Neuer. Aber war da vielleicht der Respekt zu groß oder ja, saß noch dieser Fehler vom Mittwoch ihm in den Knochen, dass er da einen Übersteiger gewagt hat und dann war der Ball verloren. Und jetzt kommt Thiago für Toni Kroos. Und Leon Goretzka geht raus. Das war sein letzter Aktion. Julian Draxler kommt ins Spiel, der gegen Madrid diese riesen Chance hatte. Zum 1:1, dann fiel prompt zu einem später das 2:0. Und dann war bei Schalke irgendwie der Stecker gezogen. Und dann war da Ende. Also, man wird sehen, wie sich Draxler jetzt einfinden. Wie bereits erwähnt, mit Draxler ist Schalke nicht so erfolgreich als ohne ihn. Man darf jetzt wirklich gespannt sein, ob Draxler dann noch Akzent in diesem Spiel verleihen kann. Jetzt aber erstmal die Bayern mit Mario Götze. Mario Götze, immer noch Götze, bleibt am Ball hartnäckig. Mann zugespielt im Kopfball, aber in Fährmanns Arme. Den konnte er nicht richtig drücken, weil die Entfernung auch etwas zu groß war. Gut 20 Minuten noch für Schalke Zeit, vielleicht doch einen Punkt mitzunehmen. Ich denke mal, sie würden sich da mächtig drüber freuen. Hüntela, Max Meyer. Immer noch der kleine, quirlige Meier Neustädter, Boateng, mit einem langen Ball auf Fafan, aber den kann er nicht erlaufen. Und so gibt es Abstoß für den FC Bayern, den Nestwechsel. Martinez kommt in die Partie. Jetzt haben wir zwei Spanier in der Begegnung, Thiago und Javi Martinez. Philipp Lahm verlässt dafür den Platz. 17 Minuten für Praxis, also für den Europameister von 2012. Aber hier erstmal ein Abwehrfehler von Dante, da ist Hüntela. Der Ball muss natürlich rein. Das war ein ganz böser Schnitzer von Dante und Hüntela. Der zieht dann ab und das, ja, ist dann das erwähnt. Er hat halt nur gegen die Bayern getroffen und dann verfehlt er da seinen Torerfolg um ein paar Zentimeter. Richtig bitter, richtig schade, dass hätten wir ihm gegönnt. Aber die Bayern lassen sich davon nicht verunsichern, spielen einfach weiter ihren Stiefel runter. Gute Viertelstunde noch auf der Uhr. Die Bayern führen mit 1:0 gegen die Königsblauen aus Gelsenkirchen. Die Schalke haben ja am Mittwoch zieht den Bayern die Lederhosen ausgesungen. Das hat viele Fans der Bayern doch auf die Palme gebracht und haben den Bayern dann nun Sieg gegen Schalke gönnt, Dortmund-Anhänger, Leverkusen-Anhänger, wenn sich sowas ja irgendwie dann doch nicht gehört, wenn man gegen andere Vereine Schmähgesänge singt und der Verein selber dann mal richtig einen von Latz gebraten kriegt. Also das ist übel aufgestoßen bei manchen Anhängern. Aber dafür verkauft die Schalke dann doch recht gut und sie haben ja die eine oder andere Chance, hier doch auszugleichen. Aber ja, die Bayern Abseitsfalle, sie schnappt wieder zu Hüntela. Hier ging Alaba, wobei das hier relativ knapp war. Da wäre Hüntela, wenn er eine Sekunde später gestartet wäre, es hätte gefährlich werden können. Und Schalke wechselt ein letztes Mal. Max Meyer verlässt den Platz und für ihn kommt Anthony Annan in die Partie. Er soll jetzt mit seiner Robustheit einfach nochmal da, falls es einen Standard geben sollte, nochmal reinschmeißen sich und darauf hoffen, dass Schalke hier doch noch den Lucky Punch setzt und den Bayern hier
zwei Punkte klaut, weil die Bayern-Bilanz ist ja zu Hause wirklich makellos. Die einzigen beiden Punktverluste, die gab es jeweils auswärts beim SC Freiburg und bei Bayer Leverkusen. 3 Minuten haben wir noch, die Bayern lassen sie ganz gekonnt den Ball laufen. Sie gehen sich auch mal mit einem 1-0 zufrieden, das sind ja auch 3 Punkte, ob es 1-0 oder 10-0. Natürlich ist ein 10-0 schöner für die Bayern-Fans, aber für ein 1-0 gibt es genauso 3 Punkte wie für ein 10-0, 8-0 oder 6-0. Letzte Minute durch an, was wird der Schiri drauflegen? Kriegt Schalke noch die Chance? Es sieht nicht wirklich danach aus, aber Boateng, er setzt nochmal ein Zeichen. Christian Fuchs, langer Ball auf Klaasen Hünter, wieder so ein Ball, aber Alaba diesmal macht er das da geschickter, aber lässt den Ball einfach rollen, das macht er dann doch richtig, richtig clever und das dürfte dann wahrscheinlich die letzte Aktion gewesen sein. Die Bayern machen das hier ganz, ganz cool mit Manuel Neuer, der jetzt den Ball zugerollt kriegt von Alaba. Den Ball hier ein bisschen hochhält noch, sich das Ding auf die 5-Meter-Linie kurz davor legt und dann abstoßen und dann wird es das, denke ich mal, gewesen sein für Schalke. Gibt es den Sieg für den FC Bayern oder kriegt Schalke doch noch die allerletzte Chance? Nein! Der FC Bayern schlägt Schalke 04 am 23. Spieltag durch den goldenen Treffer von Mario Mandzukic mit 1-0 und die Bayern damit mit 15 Siegen in Folge. Das ist absoluter Wahnsinn. Die Allianz Arena, sie hat die nächsten 3 Punkte und ihr habt heute ein gutes Spiel gesehen und ich verabschiede mich an dieser Stelle vom Spiel FC Bayern Schalke 04. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ein angenehmes, torreiches Bundesliga-Wochenende. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.